alles meins! Alles meins. Sie kann es kaum fassen, wie viele Menschen sie inzwischen auf die Straße bringt. Die Bewegung Pulse of Europe hat Stefanie Hartung mitgegründet. Erst kamen 200, jetzt Tausende. Ihr kommt doch nächsten Sonntag wieder, oder? Für Europa und gegen Nationalismus wollen sie kämpfen. Wer hier schon öfter war, wir haben hier angefangen mit einer Menschenkette. Tja, das Problem ist, ihr seid schlicht zu viel für eine Menschenkette. Auch in eurem Sinne hier umzusetzen, herzlichen Dank dafür. Goetheplatz. Schon zum 9. Mal wollen sie sonntags hier demonstrieren. Also erstmal so eine große Bühne. Bisher war es ja immer unser selbst mitgebrachter LKW, angemietet, aufgebaut. Dann turnten wir über kleine Leitern auf die Bühne drauf und jetzt wird das Ganze ein Hauch professionell. Ja, das ist doch super. Ja, das wird doch. Das wird doch super. Ja, dreht euch ruhig mit dem Schwanz noch ein bisschen nach da. Andere Richtung. Ja, stopp, so ist gut. Ja. Stefanie Hartung, 49 ja, Jahre, Anwältin. Früher war sie nie auf Demos. So ist top, so ist gut. Sie ist Organisatorin im Hintergrund, managt alles, vom Aufbau bis zum Pressetermin. Vor den Kameras steht dann Daniel Röder. Mit ihm fing alles an. Schockiert vom Brexit und der Trump-Wahl aktivierte er sein Netzwerk. Daraus entstand Pulse of Europe. Eine Stunde Reden, Musik, Aktionen, jeden Sonntag 14 Uhr. Das Mikrofon soll offen sein, aber nicht alle kommen dran. Ja, ja, ja. Es ist, also ich sag mal so, es wird immer schwieriger mit dem offenen Mikrofon. Wir wissen nicht, wie lange wir das noch halten können. Auch Stefanis Familie ist mit im Einsatz. Sohn Konstantin hilft beim Bühnenaufbau. Tochter Antonia und Ehemann Martin sortieren die Fanarmbänder. Aber dann kleben sie nicht. Normalerweise ist es ja so, dass die meisten nur dann demonstrieren, wenn sie gegen etwas sind. Und hier werden nachher ganz, ganz viele Menschen sein, die für etwas sind. Und das ist eine tolle Sache. Angefangen haben sie im Januar mit 200 auf dem Frankfurter Goetheplatz. Inzwischen ist Anfang März und der Puls schlägt europaweit schon in 46 Städten bei rund 20.000 Menschen. Wir wagen jetzt mal, dass wir die 3000er Marke geknackt haben. Danke euch! Unter den Demonstranten in Frankfurt sind auch jeden Sonntag ihre Eltern. Alle drei Generationen begeistert von der Bewegung. Immer wenn ich sie dann sehe und Leute zu mir sagen, na, die hat mal wieder gut gesprochen, bin ich immer sehr stolz darauf, dass das wirklich meine Mutter ist. Und man sieht ja auch wirklich, was das bewirkt. Und ja, das finde ich wirklich sehr toll. Es bewirkt ein Wir-Gefühl. Wir für Europa. Erstmal Europa retten. Wie es dann aussehen soll, bleibt offen. Nach wie vor, und es wird auch immer so bleiben, eine Bürgerbewegung, die durch persönlichen Einsatz, durch persönliches Engagement und die Unterstützung von vielen Einzelnen das geschafft hat, was wir heute wieder auf dem Platz sehen, nämlich gemeinsam unsere Auffassung dazu kundzutun, wie Europa auszusehen hat, wie ein Gemeinwesen auszusehen hat. Und was wir hier gemeinsam tun, ist, ich will mal einen alten Begriff bemühen, unserer Bürgerpflicht nachzukommen. So ist es, genau. Mit blauen, weißen und roten Zetteln bilden die Demonstranten die niederländische Fahne nach. Als Gruß an das Nachbarland. Dort wird am 15. März gewählt. Und auch dorthin haben die Frankfurter Kontakte geknüpft. Aber das werdet ihr hinkriegen für Europa. Die Arme hoch! In den Niederlanden engagiert sich Benjamin van Kessel, 41, Rechtsanwalt aus Amsterdam. Das deutsche Ehepaar Sabine und Martin Fischer hat ihn mit der Idee angesteckt. Sieh mal, Benjamin, deine Farbe für dein Land, den kannst du behalten. Ist da auch die Flagge drauf? Nein, das ist von meinem Arbeitgeber. So, ich glaube, wir sollten jetzt noch mal über den Ablauf sprechen. Wer sagt was und in welcher Sprache? Da müssen wir auch noch drüber reden. Von ihren Frankfurter Freunden haben die Fischers von Pulse of Europe gehört. Und haben kurzerhand in ihrer neuen Heimat Amsterdam einen Ableger gegründet. Van Kessel war sofort dabei. Nun drängt die Zeit. In wenigen Tagen stehen die Wahlen an.
Heute wollen sie mit einer Posteraktion für einen pro-europäischen Kurs werben. Ich bin fest davon überzeugt, das ist genau die richtige Zeit, um aufzustehen, wenn man all die antidemokratischen und antieuropäischen Tendenzen in der EU sieht. Wir wollen der schweigenden Mehrheit eine Stimme geben und sagen, wir glauben wirklich an die Grundwerte Europas. Wie dieses vereinte Europa dann aussehen soll, das ist eine andere Frage. Diese Frage wird auch hier vertagt. Kurz nach eins. Ein paar Freunde packen mit an, schnell los zum Aufbau. Denn wie überall in Europa soll es pünktlich um 14 Uhr losgehen. Sie dachten, diese Organisation läuft wie geschmiert? Mit einer Menge bezahlter Mitarbeiter? Mit einem Leiter? Nein. In Frankfurt haben die einen großen Laster. Hier machen wir das alles mit einem Lastenfahrrad. Obwohl die Wahlen anstehen, muss Pulse of Europe Nederland um Aufmerksamkeit kämpfen. Die Beteiligung ist eher gering, wenn auch engagiert. Dabei gibt es durchaus Sorgen, dass die rechtspopulistische Partei von Geert Wilders sehr stark wird. Jemand da aus Luxemburg? Wer will Luxemburg? Gar nicht so einfach, aus jedem der 28 EU-Länder einen Landsmann aufzutreiben. So, hier sind die Letzten. Es gibt noch viele unentschlossene Wähler und die will Van Kessel an diesem Nachmittag für den europäischen Kurs gewinnen. Das ist eine typisch niederländische Reaktion. Oh, was wollen Sie von mir? Anstatt zu fragen, okay, worum geht es denn? Also versuchen Sie es mit einer musikalischen Kettenreaktion. Derweil versucht Benjamin herauszufinden, warum viele Menschen mittlerweile gegen ein gemeinsames Europa sind. In meiner Wahrnehmung gibt es ein paar Politiker, die die Angst der Bürger missbrauchen durch das, was alles passiert ist. In Wirklichkeit wollen sie Stimmen einsammeln dadurch, dass sie den Menschen Angst einjagen. Ich warte nicht auf Politiker, die mir Angst einjagen. Ich will Politiker haben, die dafür sorgen, dass ich mich sicher fühle. Es ist die letzte Demo vor der Wahl. Knapp 350 Leute sind gekommen. Ein Riesenerfolg für sie, auch wenn es eine der kleinsten Gruppen in Europa ist. Frankfurt. Bei all dem Stress, das gemeinsame Sonntagsfrühstück ist in Hartungs heilig. Auch wenn es dabei schon wieder nur um eines geht, Pulse of Europe. Stell dir mal vor, ein Lehrer würde jetzt einladen, mal statt einen Wandertag, wir gehen mal am Sonntag auf den Goetheplatz. Ja. Ihr verabredet euch ja schon fast zu Pulse of Europe. Ja. Was machst du heute? Ich gehe zum Pulse. Das ist nicht mit meines Wesso. Wir gehen heute zum Pulse. Hier mit unserem It Piece, ne? Ja, verteil das mal schön. Ja. Das muss das It Piece an allen Schulen in Frankfurt, in Deutschland und allen Orts werden. Politik zum Frühstück. Das ist auch für die Familie noch neu. Der Vater Pilot, die Mutter Anwältin. Sie wollen mit dem Wohlstand nicht bequem werden. Eine wichtige Aufgabe von Pulse of Europe ist, den Leuten auch wieder klarzumachen, Demokratie darf nicht zu selbstverständlich sein im Sinne davon, es läuft schon irgendwie und wir müssen uns ja gar nicht groß einbringen. Ja? Also wenn ich mir überlege, 2014 haben, glaube ich, gerade mal ungefähr 43% der Wähler an der Wahl zum Europaparlament teilgenommen. Ja, auch ein Teil des Problems. Eigentlich geht es uns doch relativ gut und wir sind der Meinung, das geht so weiter. Also warum sich dann groß politisch einbringen? Und ich glaube, Pulse of Europe bietet so einen schönen Kompromiss aus. Man kann sich engagieren, aber es muss nicht gleich ein parteipolitisches Bekenntnis sein.
Seit 10 Wochen volle Power. Nachts schläft die Mutter nur noch 4 Stunden, managt Job und Familie und nebenbei den Puls. Schon toll, aber oft auch nicht nervend, aber schon ablenkend. Das heißt, wenn wir zusammen Lateinvokabeln lernen und dann 3-mal das Telefon klingelt und 5 neue E-Mails kommen, dann fördert das das Üben nicht unbedingt. Statt gemütlichem Familiensonntag heißt es jetzt für sie, auf zur Demo. Heute Abend habe ich euch schon gebeichtet, heute Abend esst ihr dann bitte ohne mich. Ja, Spatzen. Wir essen jeden Sonntag. Nein, das stimmt nicht. Auch die Wochenenden davor bin ich immer mit schlechtem Gewissen zu spät gekommen. Und letzten Sonntag haben wir gleich gesagt, ich komme erst gar nicht. Dafür haben wir gestern und vorgestern Abend zusammen gegessen. Ja, ja? Also. Bis dann. Ja. Macht's gut, ihr Lieben. Bis später. Tschüss. Und vor dem Demoaufbau noch schnell zur Kirche. Schon wieder 10 Minuten zu spät. Für die Chorprobe zur Konfirmation der Tochter. Heute war aber Probe angesetzt. Ohne Organistin? Ohne Organistin schlecht, ne? Tja. Mhm. Also ich weiß nicht, ob sie kommt, aber ich glaube nicht, dass sie kommt, weil eben war sie nicht da. Ja, das passiert halt auch mal in diesen Zeiten, dass man zum falschen Probenwochenende erscheint. Oh nein! Ja. Wieder eine Stunde gewonnen, oder? Wieder eine Stunde gewonnen. Tja, mein Team wird sich freuen. Dann gehe ich jetzt direkt auf den Goetheplatz. Ja, vom Goetheplatz zieht die Bewegung an diesem Sonntag quer durch die Frankfurter Innenstadt. Eher ein familiärer Sonntagsspaziergang als eine Demo. Heute mit Ausflug an den Main. Schaut euch an, wie viele wir sind. Schaut euch diese Menge an. Europa ist heute sichtbar, greifbar, hörbar, spürbar. Und deswegen an alle nochmal. In Diversity! In Diversity! In Diversity! Ein großes Dankeschön an unsere Ruder! Tausend Dank! Auch die Nachbarn vom Main hat Pulse of Europe eingeladen. Heute ist eine Delegation aus Offenbach dabei, angeführt vom Oberbürgermeister. Freut mich. Super Aufruf, ja, danke. Danke, dass Sie gekommen sind, Herr Steiner. Ja, Sie sind ja Naturtalent hier. Wahnsinn. Man wechselt seine Aufgaben, oder? Ja, weiter so. Also Offenbach ist an eurer Seite. Ja, super. Auch Politiker interessieren sich zunehmend für die Europabewegung. Gar nicht so einfach, die Massen zu bewegen. Alles muss genau mit der Polizei abgestimmt sein. Wo ist sie, Herr Beck? Da sitzt sie. Ach, da ist sie. Ich gebe zu, dass wir das mit der Rückführung der Massen nicht wirklich überlegt haben. Nein, nein, aber nicht wirklich überlegt haben. Also ich habe jetzt mehr oder weniger alles, was so aufgefordert, zügig zurückzugehen, damit Frankfurt wieder weitermachen kann. Leute, stopp mal ganz kurz. Stopp. Ab hier. Hallo. Huhu. Da vorne. Das ist schon wieder Verkehr. Super. Ja, so ist das, wenn sich die Massen die Straßen erschließen, Frau Gehrig. Ich kläre das mal kurz, ja? Konstantin, ab hier gilt ganz normaler Verkehr jetzt wieder, ja? So, ab hier gilt ganz normaler Verkehr. Fantastisch. Stefanie Hartung findet auch viel Gefallen an ihrer neuen Rolle. Alles meins! Ab da vorne! Ab da vorne ist wieder öffentlicher Verkehr. Ich sag's nur, ab da vorne müsst sich jeder sozusagen um sein eigenes Schicksal kümmern und ihr lauft am besten wieder hintereinander. Das Aufwickeln ist zu kompliziert. Versucht einfach wieder im Gänsemarsch und ich spreche mit der Polizei, dass das noch gestattet wird. Ja? So. Nach jeder Demo zieht die Kerntruppe Bilanz. 4000. 1190 in Dresden. 1190. Hast du gehört, Martin? 1100 in Dresden beim ersten Mal. Wie, das ist so eine krumme Zahl. Wie messen die das denn? Die haben durchgezählt. 1, 2, 3. Und weißt du was, Martin? Weißt du, was wir vor kurzem mal ausgerechnet haben? Pulse of Europe ist jetzt schon viel größer, als Pegida jemals war. Jetzt müssen wir nur noch lauter werden.
Die neuesten Fotos und Zahlen gleich auf die Facebook-Seite. Was wir sagen können, haben wir nämlich deutlich über 20.000 werde ich schreiben. Frankfurt 4.000, wir stehen ganz oben. Und dann kannst du Berlin auch über 4. Ja, und Berlin auch 4. Jeden Sonntag kommen neue Städte hinzu. Das nächste Ziel ist London. Denn auch in Großbritannien sind längst nicht alle glücklich über den Brexit. Wir haben eine Riesenchance verpasst und wenn wir die bekämen. Also gerade diese Altersschicht, so 18 bis 25, das sind die, die angeblich fast nicht zur Wahl gegangen sind. Wenn wir es schaffen würden, den Pulse of Europe in die Anti-Brexit-Bewegung ganz fest reinzubringen, glaube ich, dass wir eine Chance haben, also jetzt mal nicht vermessen gedacht, aber dass es eine Chance gäbe, tatsächlich das Ding nochmal in Frage zu stellen. Daniel Röder träumt international. Auch in Frankreich hat er Freunde. Eine kleine Gruppe hat sich in Paris gefunden. Neben Franzosen sind Niederländer, Deutsche und Spanier dabei. Das Ehepaar Aurélien Condomine und Laetitia Mougenot hat den Puls zum Leben erweckt. Ich glaube, die Leute lieben es zu singen. Die Leute drumherum bleiben auch eher stehen, wenn man singt. Vielleicht erst die Rede, danach Gesang und dann wieder eine Rede am Schluss. Hier haben sich Leute zusammengetan, die Lust haben, endlich vom Sofa aufzustehen, um etwas für Europa zu tun. Wir kannten uns vorher nicht, aber das ist auch eine gute Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen. Faszinierend zu sehen, dass sich Leute aus allen Schichten und Ländern hinter dieser Idee wiederfinden. Auch wenn sie sich französisch entspannt geben, die Angst ist da. Droht ein Frexit? Unser Ziel ist es überhaupt nicht, mit Politikern über ihr Programm zu sprechen. Wir wollen, dass sie über Europa sprechen, dass es ein ständiges Thema in ihren Programmen wird. Mit Europe First stellen sie die Kampagne der Rechten La France d'abord auf den Kopf. Zum dritten Mal versammeln sie sich im März in Paris vor Les Halles. Der Platz überschaubar, Massen erwarten sie hier nicht. Ich hoffe, dass so 200, 300, 400 kommen. Mal sehen. Man weiß ja nie. Das ist jedes Mal eine Überraschung. Super. Schauen Sie mal. Ja, super. Ausgezeichnet. Perfekt. Auch noch blau. Oh, tut mir leid. Ich muss mich mal um das Zelt kümmern. Ob Sie das Interesse für Europa bis zur Präsidentschaftswahl in Frankreich noch deutlich steigern können und noch mehr Städte mitmachen? In den Niederlanden wurde heute schon gewählt, am 15. März. Benjamin hat sich mit Martin und Sabine auf einer überparteilichen Wahlparty verabredet. Die ersten Hochrechnungen überraschen mit einer hohen Wahlbeteiligung. Klar ist auch jetzt schon, Rechtspopulist Wilders kann nicht regieren. Von außen betrachtet sieht es so aus, als wäre ich viel glücklicher als du. Du wirkst so cool. Ich sehe das anders. Ich bin so glücklich, weil das ein großartiges Ergebnis ist, selbst wenn es nicht spektakulär ist. Aber es ist okay, weil dieser Typ nicht vorne liegt. Ja, ich weiß, was du meinst, aber aus meiner Sicht ist es so, Wilders gibt es seit 10, 15 Jahren. Aber trotzdem, er hat ja Einfluss auf die Gesellschaft. Ja, ja. Und die anderen Parteien. Ja, das ist richtig. Dieses Problem nehmen wir ernst. Martin und Sabine Fischer wohnen erst seit 2 Jahren in Amsterdam und haben heute das erste Mal eine Wahl in den Niederlanden miterlebt. Good job, good job. I didn't vote, but you voted. Cheers to Europe. Cheers to Europe. Good morning, hüp, Holland, hüp. Martin, kannst du mal bitte das Sakko ausziehen? Du siehst so juristisch aus, so alles JU und so ein Zeugs. Ja. Auch ein grünes Hemd, Daniel, ein grünes Hemd. Ja, der Lenz mit Hoffnung und so weiter. Ne? Erstmal klären, wie man nach außen wirkt. Dann gemeinsame Wahlanalyse am Morgen danach. So, wie geht's euch? Ich finde, es hat sehr gut funktioniert. Ich hatte meine Zweifel mit dem Bleib bei uns, aber das war eine überwältigende Idee und es ist ja auch ein überwältigendes Ergebnis. This is not fake news, this is real news and this is real good news.
Und diese guten Nachrichten wollen sie in den neu angemieteten Geschäftsräumen gleich zu einer Pressemitteilung verarbeiten. Ganz kurz, ich muss das jetzt wirklich, ja, wirklich jetzt einmal durchlesen und mit dem Daniel durchsprechen. Danke, ich brauche dich jetzt mal. Pass auf, wir gehen jetzt mal nach da hinten. Jetzt ist aber ganz schlecht gerade. Ja, pass auf, doch, es ist die Pressemitteilung, die um 12 Uhr rausgehen muss. Wie spät haben wir? Wir müssen mal irgendwie, aber ich bin gleich weg, Daniel, ich gehe jetzt gleich. Wann bist du denn dann zu sprechen? Ja, jetzt ganz kurz ZDF-Film und dann bin ich zu sprechen. Ich glaube, das ist jetzt wichtiger als Pressemitteilung. Das kriegen wir aber doch hin vor 12. Fliegender Wechsel in die Kanzlei. Stefanie Hartung ist Anwältin für Markenschutz und berät Kunden in ganz Europa. Auch Pulse of Europe haben sie schon als Marke schützen lassen. Frau Schneider, helfen Sie mir. Ich bin jetzt ein bisschen durch den Wind. Was machen wir heute? Ich habe Ihnen vorhin diese ganzen Wiedervorlagen in die Hand gedrückt. Genau, ich habe schon wieder verlängert und okay. Ich habe Ihnen zwei Entwürfe in die E-Mail Entwürfe geschickt für diese super Diktate. Prima. Gut, mache ich dann gleich. Ich bin ein bisschen genudelt. Auch ihre Mitarbeiterinnen gehen zu jeder Demo. Das ist wie eine Sucht. Also man kann eigentlich nicht zu Hause bleiben. Also wenn man einmal da war, kann man nicht zu Hause bleiben, weil man denkt, nein, ich muss nächste Woche, ich muss auch dabei sein, ich muss ein Teil davon sein, weil je mehr auf die Straße gehen, umso besser. Und wenn ich jetzt zu Hause bleibe, da fehlt wieder jemand an dieser Menge. Also es kann auch tatsächlich nur funktionieren durch das Wiederkommen. Gut. Zurück in Paris. Für den französischen Puls-Ableger interessiert sich bislang nur das deutsche Fernsehen. In den sozialen Netzwerken und mit ein paar Flugblättern machen sie Werbung. Doch wer nicht gezielt kommt, bleibt eher auf Abstand. C'est petit tout là. Pah, das sind ja nur ein paar Leute. Warum so wenige? Weil die Leute nicht besorgt sind. Und Sie? Sind Sie besorgt? Wegen Europa? Vielleicht ein bisschen. Ganz anders Aurélien. Er schätzt Europa, hat in mehreren Ländern gelebt, spricht deshalb auch fließend Englisch und fließend Deutsch. Überall in Europa kennt er Menschen. Ich war kurz nach der Brexit-Abstimmung in London. Dort habe ich bei einem Geschäftsessen mit britischen Kollegen gesprochen. Die sind wirklich in Tränen ausgebrochen. Wir erkennen unser Land nicht wieder, sagten sie. Da geht ein Bruch durch unser Land. Das waren sehr, sehr negative Gefühle. Und da haben wir uns gesagt, das wollen wir in unserem Land nicht. Etwa 300 sind gekommen, während es derzeit bei den Auftritten der Präsidentschaftskandidaten Hunderttausende sind. Wir wissen, es gibt hier Parteien der extremen Linken und der extremen Rechten, die für den Austritt Frankreichs aus der EU sind, den Frexit. Stellen Sie sich das mal vor. Unglaublich. Viele Ältere wissen, was auf dem Spiel steht. Pulse of Europe Paris geht es vor allem darum, die Jungen zu wecken, denn viele gehen gar nicht wählen. Wenn Le Pen an die Macht kommt, dann ist das Ende Europas. Deswegen müssen wir uns jetzt mobilisieren. Das gelingt schon in 9 französischen Städten, so wie hier in Paris. Wie viel waren wir heute? 100. Also wir waren in Deutschland. Merci beaucoup. Deutschland. Ah, pardon. Ah, c'est pas fini encore. Also 2500 in Köln, 4500 in Frankfurt. 4500 Frankfurt. Ja, wow. Und wir eben 300. Konstant. Klein, aber fein, ja? Ja, wir bleiben super. Auch konstant. Wir bleiben konstant. Steigerungsfähig. Jeden Sonntag sehen wir da gut. Alle 300. Aber gut. Ja. Super. Super. Okay. Super, danke. Los geht's. Ja, danke. Neue Website für Flyer, für Tralala und so, ja. Und Frankfurt, Café Siesmeier. Hier sitzt Stefanie Hartung am Samstag mit der Gründergruppe zusammen. Sie überlegen, wo wollen Sie hin mit Pulse of Europe? Wo stehen Sie jetzt? Ja, hier steht, Sie haben das Potenzial, Wahlen zu beeinflussen. Das ist ein Interview mit Sandra Ecker, die ist offensichtlich Politikwissenschaftlerin an der Goethe-Uni. Und ich glaube tatsächlich auch, dass der Anspruch aufgrund solcher Artikel wächst. Die Erwartung. Das glaube ich allerdings auch. Das Ding muss morgen wieder richtig sitzen. Ja. Absolut, ja. Politisches Start-up, Graswurzelbewegung oder irgendwann Partei?
Klar ist auf jeden Fall, dass wir das Pulse of Europe nicht nach der Frankreich-Wahl plötzlich verschwindet und die Luft rausgelassen wird. Das funktioniert nicht. Ich glaube, dafür haben wir zu viel Verantwortung mittlerweile auch übertragen bekommen, so empfinden wir das jedenfalls. Und wir sehen, selbst wenn die Wahlen in Anführungsstrichen gut gehen, ist das Thema ja nicht erledigt. Europa ist immer noch ein Wackelkandidat, Europa wird es auch über eine Zeit noch bleiben und wir wollen diese Entwicklung mitbegleiten im positiven Sinne und ich glaube, das können wir auch. Wir haben gesehen, dass es funktioniert, dass wir auch Impulse setzen können und da werden wir in Klausur gehen und werden überlegen, was ist die richtige Art, Impulse zu setzen. Ganz klar, wir können jetzt nicht über 10 Jahre jede Woche sonntags rausgehen, ja, dann ist das Leben nämlich bei uns vorbei und wir werden irgendwann auch komplett ermattet sein. Wir telefonieren gleich. Die Herren, ja, kommt hier. Geschenk. Als Verein sind sie eingetragen. Die Marke haben sie schützen lassen, eine Geschäftsstelle gegründet. Doch noch fehlt ein konkretes Programm. Außer Europa ist die Lösung, nicht das Problem. Frankfurt, Goetheplatz. Wieder ein Sonntag kurz vor 14 Uhr. Die Idee von Ehepaar Röder zieht weiter Kreise. Inzwischen sind schon 50 Städte europaweit dabei. In Hessen neben Frankfurt auch Kassel, Wiesbaden, Darmstadt, Fulda und Gießen. Vieles läuft über die sozialen Medien. Das offene Mikrofon auf der Bühne lockt inzwischen viele an, die ihre eigenen Botschaften verkünden wollen. Das passt den Organisatoren gar nicht. So, wir müssen uns jetzt mal, Daniel, wo bist du denn jetzt schon wieder? Der Vater wird heute sprechen und will auf eine Aktion aufmerksam machen, dass er von Lissabon nach Tralala fährt. Und dann habe ich im Laufe des Gesprächs erst kapiert, dass er nicht als Privatperson kommt, weil dann, weißt du, ich dachte erst dann auch, na gut, wenn da einer von Lissabon nach Tallinn fährt und das heute hier sagen will und so, dann ist das ja ein klassischer offener Beitrag. Wollen wir uns den Sohn gerade mal nehmen, weil irgendwie müssen wir das ja klären. Also ich habe mich da jetzt auch ein bisschen überrumpeln lassen, so von daher. Wir haben ja im Moment schon viele, viele Anfragen und im Moment fahren wir einfach eigentlich den Ansatz, also wir bleiben uns treu, wir wachsen ganz in Ruhe und aus uns heraus. Wir natürlich müssen jetzt erstmal das Ganze konsolidieren. Ja, weißt du, wir sind ja total überfahren, auch von der Welle. Ja, klar. Ja, wir müssen uns jetzt abstimmen für die Veranstaltung. Okay, ja. Also du bist so nett und sagst zu deinem Vater, dann kein offenes Mikro. Gar nicht, alles klar. Am offenen Mikrofon soll es nur 3 Auftritte pro Veranstaltung geben. Hunderte von Anfragen erhält Stefanie wöchentlich. Aussortiert wird alles, was in eine bestimmte politische Richtung weist. Die Bewegung will für möglichst viele Menschen offen sein. So, ich übergebe jetzt das Mikrofon an die Vertreterinnen von Young Pulse of Europe, wie wir so schön sagen. Noch sind es eher wenige Junge bei den Demos. Dabei geht es doch um ihre Zukunft. Okay, wir sind alle hier, weil wir der Pulse of Europe sind. Bitte ganz laut bei 3 Europa rufen. Damit senden wir unsere Liebesgrüße durch ganz Europa. Und wir sind uns sicher, dass Sie bald auch Liebesgrüße aus anderen Ländern zurückerhalten. Danke, Frankfurt! Eine Jubelveranstaltung? Ja schon, aber nicht nur. Jetzt steht Frankreich im Fokus und dann die Bundestagswahl im September. Wir wollen ja auf keinen Fall eine rein deutsche Bewegung bleiben. Es geht um Europa. Es geht nicht darum, dass jetzt sozusagen Deutschland alleine hier allen sagt, wie toll das wäre, wenn man zusammenbliebe. Sondern das müssen schon idealerweise alle Mitgliedstaaten mittragen. Und deswegen freut uns natürlich jede Woche, wenn ein neues Land dazu kommt. Beim italienischen Klassiker Insieme, gemeinsam für Europa, können die Hartungs wieder Energie tanken für die nächste Woche. Eine Idee von 8 Frankfurtern begeistert über 50.000 Menschen in über 100 Städten in 13 EU-Ländern. Wie die neue Bewegung Europa gestalten will, lässt sie noch offen. Im Moment trifft sie vor allem eines: das Lebensgefühl der bürgerlichen Mitte.